Name ist Marius, wie gesagt, von Klasse gegen Klasse. Und wir haben mit anderen Organisationen ein Streikkomitee angestoßen, das sich mit Arbeitskämpfen solidarisieren möchte. Und ich möchte kurz sagen, warum das so wichtig ist. Es sind jetzt derzeit Streiks der Metalltarifrunde und es waren schon über 400.000 Beschäftigte im Streik. Und wir können uns jetzt einfach mal vorstellen, wie es wäre, wenn diese 400.000 Beschäftigten auch die Forderung aufstellen würden, dass das Hochschulreformgesetz gestoppt werden würde. Ich würde euch sagen, mit diesen Verbündeten zusammen würde dieses Gesetz in kürzester Zeit gestoppt werden. Deswegen brauchen wir eine gemeinsame Perspektive, wie die Studierenden, wie die Beschäftigten zusammen kämpfen kann für ihre gemeinsamen Interessen. Und als dieses Streik-Soli-Komitee haben wir unser nächstes Treffen am Dienstag um 19.30 Uhr online. Wir haben am Dienstag um 19.30 Uhr unser nächstes Treffen online. Wer interessiert ist, kann mich kurz ansprechen oder auch uns auf Klasse gegen Klasse kontaktieren. Und ja, wir planen einige Aktionen. Es waren schon beim ersten Auftakttreffen Leute vom Hochschulkomitee mit dabei. Also wir hatten schon eine gute gemeinsame Erfahrung. Studierende und Beschäftigte gemeinsam. Wir wollen das auch zusammen fortsetzen. Wir wollen zum Beispiel, wenn jetzt demnächst BMW-Beschäftigte im Streik sind und eine Demo machen, gemeinsam dorthin gehen, sie unterstützen. Und wir wollen auch zum Beispiel zum 1. Mai gemeinsam hingehen für eine Perspektive, Studierende und Arbeitende gemeinsam gegen die Krise. Vielen Dank.